habe schon viele versucht. Jobs, Berufe. Ich bin zum Arbeiten nicht gemacht. Ich koche halt die Weiber ab. Bin ja auch bereit, was dafür zu tun. Das hat alles angefangen mit ihnen, die hat schon eine Weile Kinder gehabt. Die hat echt die Blutler Luft nichts mehr bei ihr. War sehr dankbar bei mir. Ich habe lange gebraucht, bis ich mir zugab, dass ich Männer lieber mag als Frauen. Viel zu lange. Ich habe Angst gehabt vor den Konsequenzen. Ich habe gedacht, da lebt man in seinem Leben. Im Underground, so Toiletten und Bahnhof. So, da fährt man halt Angst, wenn man normal erzogen ist. Da schreckt man zurück. Wenn du einen Betrieb hast, dann kaufst du zum Beispiel morgens für, sagen wir mal, 1000 Euro Fleisch ein. Das bereitest du dann zu und verkaufst es bis zum Abend. Du kannst das Fleisch aber nicht alleine bearbeiten, das ist zu viel. Ich schaffe das nicht zu reden, ich schaffe das nicht. Eine einfache Sache und ich schaffe das nicht. Eine Hure im Hotel Gainsbourg in Sarajevo hat sich in einen Freund von mir verliebt. Sie hatte eine riesige Narbe auf dem Bauch von einer Granate. Sie sagte die ganze Zeit, ich stamme von einer Magenoperation. Sie verliebte sich also in meinen Freund und mein Freund hat sich auch in sie verliebt. Er wollte sie sogar mitnehmen nach Holland. So nimmst du dir also 4 Arbeitskräfte und die geben dir die Möglichkeit, das Fleisch, das du für 1000 kaufst, für 5000 weiter zu verkaufen. Du kannst also einen Umsatz machen von 5000 Euro. Weil sie einem geholfen, bei mir, der dickte die Eltern und die Frau, weil sie so eine Ahnung kriegt von Zärtlichkeit und so. Ich glaube nicht, dass ich mir da schämen muss. Ich habe einen Freund, der ist Tänzer, der kommt aus Südamerika und wir leben zusammen wie Mann und Frau. Das hat schon alles seine Ordnung. Wir haben Spaß, Freunde, Freundin. Es kommt halt darauf an im Leben, was man daraus macht. Michalevich hat die Hure zuerst seinen Männern übergeben, dann hat er sie selbst genommen, dann hat er sie gequält, hat gefoltert und so weiter. Zum Schluss hat er ihren Bauch aufgeschnitten und hat 18 Wochen alten Fötus rausgeholt, in den Glas gestopft und seinen Freund geschickt. Wirklich, dieser Bluff. Scheiße. Warum wirklich nur so? Die Frauen haben ja sogar mehr davon als Hicke. Ehrlich, ja, die kriegt ja sonst keiner mehr. Ihr könnt doch woanders Geld verdienen. Was soll's. Nachdem sie die Hure wieder zusammengeflickt haben, was haben sie getan? Erzählten sie ja von dem Fötus, wie sie den in ein Glas gestopft und an meinen Freund geschickt haben. Und dann haben sie eine Granate gegeben und Olli hat zu ihr gesagt, Mädchen, hör mal, jetzt wirst du deinen Freund umbringen, wenn du das nicht tust, dann erledigen wir das und anschließend bringen wir deine ganze Familie um. Also, du kaufst das Fleisch für 1000, 800 für deine Gehilfen, 200 Miete, das macht 2000 Euro Unkosten. Du machst also einen Gewinn von 3000 Euro. Es hat schon eine Zeit gegeben, da war ich fast immer unterwegs, fast immer auf Achse, jede Nacht. Clubs, Bars, Kneipen, wo was los war, da war ich auf der Suche. Was glaubst du, warum die sich das auf die Lippen tun? Die machen das nicht, damit sie schön sind. Die machen das, damit man sie will, nur deswegen, damit er dir steht für nichts und wieder nichts. Ich sag dir was, das ist zum Kotzen. Das bedeutet, dass jeder Angestellte dir jeweils 800 Euro Gewinn bringt. Für 200, die er an sich verdient, verdienst du 800 an dir. Das ist doch fantastisch. So einfach ist das.